Mit dem mystischen Heilfeuer betrete ich diesen Raum. Ich bin Merlin, dein Meister, und spreche die himmlischen Töne von Omartassat zu dir. Freudig sehe ich mich um, denn es hat sich eine Gruppe Lichtarbeiter hier versammelt. Und immer noch voller Freude bin ich bereit, heute für jeden Einzelnen zu wirken. Und da ich weiß, dass sehr viele, welche heute hier erschienen sind, mit Avalon sehr eng verbunden sind, möchte ich dich einladen, deine Reise in Avalon zu beginnen. Und wenn du es erlaubst, möchte ich dich bitten, deine Seele zu vermitteln, dass sie doch die Aspekte freigibt, welche du benötigst, um zu mir nach Avalon reisen zu können. Es geschieht mit deiner Absicht und es geschieht wie von ganz allein, dass ich nun die Aspekte aus deiner Seele lösen, welche ich Merlin voller Liebe im Steinkreis von Stonehenge entgegennehme. Denn dort stehe ich, dort erwarte ich dich. Ich stehe ein wenig abseits der Mitte, neben dem großen Altarstein. Und jetzt bist du auch hier angekommen. Spüre die Energie von diesem wunderschönen Kraftplatz und erinnere dich, denn du warst hier schon sehr oft. Nun trete an den Altarstein heran und lege beide Hände auf diesen Stein. Und nun rufe deinen Drachen mit seinem Namen, wenn du ihn kennst. Er wird sogleich erscheinen. Schaue in den Himmel. Du erkennst einen schwarzen Punkt, welcher ganz schnell viel größer wird. Es ist dein persönlicher Drachen, welcher landet. Und jetzt vor dir steht. Schaue hinauf. Schaue seinen Kopf an, welchen er jetzt schräg nach unten beugt, und blicke in seine Augen, um zu fühlen, was er dir sagen möchte oder ob er bereit ist, mit dir diese Reise zu machen. Aber vielleicht gibt es auch den einen oder den anderen unter euch, welcher seinen Drachen noch nicht kennt
Für dich, mein allerliebster Freund, habe ich hier im Steinkreis einen wunderbaren Platz der Energien vorbereitet. Und du darfst dich einfach in diesen Kreis legen. Du wirst die heilenden Energien von Stonehenge erfahren. So sei guten Mutes und lasse los, lasse von allem los, denn nur dann können sich Dinge ereignen, die vorher gefangen waren, die vorher unter Druck eingesperrt waren. Eine Energie braucht Platz und Liebe, damit sie fließen kann. Und so ist es auch mit der heilenden Energie. Und so lasse dich fallen in dieses Feld, währenddessen Merlin jetzt zu allen Drachenreitern spricht. Erwarte, dass dein Drachen sich beugt, damit du auf ihn, auf seinen Rücken oder auf seinen Hals über seine großen Füße aufsteigen kannst. Und wenn du oben sitzt, streichle über seinen Hals, flüstere seinen Namen und sage: Ich bin bereit. In diesem Moment gibt es einen enormen Luftzug und dein Drachen steigt empor. Er schwebt mit dir über dem Steinkreis von Stonehenge. Du schaust noch einmal hinunter, siehst diese wunderschönen Steine und siehst auch ein paar Lichtarbeiter, wie sie sich es bequem gemacht haben, in dem Energiefeld der Heilung. Und dann dreht dein Drachen noch eine Runde und trägt dich hinauf, hinauf, durch die Wolkendecke in den blauen Himmel. Und dort, immer höher steigt er auf. Du erkennst die Sterne, wie sie leuchten, die Sternenbilder, durch welche er fliegt, und die Planeten, an welchen er vorbeifliegt. Du hältst dich an dem Hals fest und genießt deinen Drachenflug. Jetzt durchfliegt ihr die Milchstraße. Du erkennst es an dem kleinen Nebel. Und dann bleibt dein Drachen stehen, denn er möchte dir etwas zeigen. Er möchte dir einen Planeten zeigen, auf welchem der Heiltempel der Drachen sich befindet. Schaue vor dir, genau vor dir liegt dieser Planet. Er leuchtet in einem goldenen Licht und ihr fliegt darauf zu. Dein Drachen bringt dich ganz nah zu diesem Planeten, sodass du
die Berge erkennen kannst. Und du siehst, dass die Berge goldene Spitzen und Kuppeln haben. Ganz fasziniert betrachtest du alles. Dann bringt dich dein Drachen zu einem großen Plateau, zu einer Ebene, wo er sehr gut landen kann. Dort steigst du ab und schaust dich um. Dein Drachen zeigt dir mit seinem Kopf die Richtung, in welche du gehen sollst. Und schon siehst du auch die Säulen des Tempels. Es sind nur wenige Schritte, welche du gehst. Und du gehst sie voller Freude und Erwartung. Vor dem Tempel befinden sich ein paar Stufen, die du hinaufschreitest. Und dann erkennst du eine Türe. Es ist ein großes goldenes Tor, verziert mit Strahlen und Symbolen. Lege nun deine Hand auf diese Türe. Und sie öffnet sich. Sie öffnet sich und du trittst ein in einen großen Raum. Merlin ist bei dir und führt dich. Es ist ein großer Raum der Heilung, in welchem du dich jetzt befindest. Und du erkennst in der Mitte eine Liege, auf welche du dich niederlegen kannst. Und sobald du auf dieser Liege liegst, beginnen sich die Säulen und die Wände dieses Tempels zu bewegen. Sie bewegen sich im Rhythmus der Drachenenergie. Du erkennst das Feuer der Drachenmagie. Und du erkennst die Heilkraft der Drachenliebe. Und so lasse dich von diesen sanften Bewegungen tragen, denn jede Bewegung bringt Heilung in deinen Körper. Blockaden werden gelöst. Du spürst es in deinem Körper. Lasse los, lasse los, lasse los. Der Tempel bewegt sich sanft, aber voller Kraft. Mit dir. Du spürst das Feuer der Heilung, der Transformation. Und je mehr du dich hingibst, desto mehr darf sich lösen. Merlin ist bei dir. Und wacht über dich.
die Energien reinigen, deine Felder, deine kristallinen Strukturen lösen sich auf, wo sie sich lösen dürfen. Erleichterung deines physischen Körpers setzt ein. Und du hast das Gefühl, als wie wenn du schweben würdest. Alles ist leicht und einfach. So tragen dich diese heilenden Drachenenergien in den Zustand der völligen Gesundheit. Du fühlst, wie es ist, einen gesunden Körper zu haben. Du fühlst jetzt, wie es ist, wenn alle emotionalen Verletzungen geheilt wurden. Du fühlst dich vollkommen gesund. Und in dem Moment öffnest du deine Augen. Und das, was du jetzt siehst, was du jetzt erkennst, ist dein Symbol für die Drachenheilung. Es kann ein Wort sein, welches auf einer Tafel erscheint, oder ein Gegenstand, welchen du plötzlich in deiner Hand hältst. Egal, was es ist dein persönliches Symbol der Drachenheilung. Dieses Geschenk darfst du mit nach Hause nehmen. Und so erhebe dich in deinem Tempo von der Liege und streiche deine Kleider glatt. Halte dein Symbol in deiner Hand oder wisse das Wort, was du lesen konntest oder hören konntest, denn jetzt bittet dich Merlin, dich zu verbeugen, voller Dankbarkeit vor den Wesen dieses Raumes, dieses heiligen Drachenraumes, welche hier anwesend waren, um dir heilende Energien zu senden. Die Bewegungen des Raumes haben abgenommen und du kannst nun mit Merlin ruhig und sicher den Tempel durch die Türe wieder verlassen. Gehe die Stufen hinunter und drehe dich noch einmal um, betrachte das Gebäude, die Säulen, das Dach, die Verzierungen, den goldenen Glanz und nehme dieses Bild in dir auf. Dann gehe zu deinem Drachen und berühre ihn mit deinem Symbol oder spreche das Wort zu ihm, was du erhalten hast. Denn das ist dein Geschenk. Denn auch er freut sich
wenn du diese Energien mit ihm teilst. Schaue in seine Augen, denn er hat nun seinen Kopf ein wenig nach unten gesenkt, damit du ihn betrachten kannst. Schaue in seine Augen, dann wirst du fühlen, was er dir sagen möchte. Und wenn er dich dann einlädt, an ihm hochzuklettern und dich auf seinen Rücken zu setzen, dann tu es. Tu es. Und sobald du oben bist, streichle seinen Hals und gebe ihm zu verstehen, dass du bereit bist für die Rückreise. Er wird sofort senkrecht nach oben starten, noch eine Schleife drehen über diesen herrlichen Tempel, sodass du von oben seine Kuppen erkennst, die goldenen Kuppeln, wie sie glänzen. Um dann wieder zurück auf die Milchstraße zuzusteuern, an den Planeten vorbei zu fliegen, wo du die glitzernden Sterne wahrnehmen kannst und wo ihr durch die Sternenbilder fliegt. Und dann fliegt dein Drache direkt auf die Erde zu. Ihr fliegt durch die weißen Wolken und immer tiefer sinkt ihr, immer tiefer, sodass du nun unter dir die Steine, den Steinkreis von Stonehenge erkennst. Und du siehst auch die Gruppe der Menschen, welche dort geblieben ist. Und dann landet dein Drachen sanft. Und du steigst ab, bedankst dich voller Liebe für diesen wunderschönen Ausflug, ein Ausflug der Heilung. Vielleicht erkennst du auch die anderen Drachenreiter, welche jetzt ebenfalls landen. Dann gehe zu den Menschen im Steinkreis und berühre sie mit deinem Symbol oder spreche das Wort der Heilung zu ihnen. Sie werden dich dankbar betrachten. Und so hat ein jeder von euch allen, die ihr heute mit Merlin unterwegs wart, von der Energie des Tempels der Drachenheilung etwas abbekommen. Und vielleicht magst du auch den Altar noch einmal berühren und ebenfalls Heilung aus dem Drachentempel einfließen lassen, mit deinem Symbol oder mit deinem Wort.
denn nun fließt, ausgehend von diesem Altarstein, die heilende Drachenenergie über die Leylines, über die Erde. So tue es, so wie es dir möglich ist, auf deine Art und Weise. Und so wirkst du auch gleichzeitig für das große Wohl und für das große Ganze mit Hilfe der heilenden Drachenenergie. Wunderbar hast du es gemacht. Sehr schön hast du gewirkt. Merlin ist stolz auf dich. Jetzt ist es an der Zeit, wieder zurückzugehen. So verabschiede dich von deinem Drachen mit der allergrößten Liebe, die du jetzt empfindest. Es ist nur eine Trennung für einen Moment, denn immer wieder darfst du zu diesem Tempel der Heilung reisen. Dein Drachen kennt jetzt den Weg und führt dich voller Freude dorthin. Und so bringe ich Merlin deine Aspekte voller Liebe wieder in das Hier und Jetzt. In deine Dimension, in deine inneren Helfer, verankern deine Aspekte in deiner Merkaba, so wie es richtig und gut für dich ist, in der göttlichen Ordnung. Eine wunderbare Erfahrung dürftest du heute machen. Und es hat mir, Merlin, sehr viel Freude gemacht. Und ich sehe, dass du deine Geschenke mitgenommen hast. Probiere aus, was alles möglich ist, was du damit in deiner Dimension anfangen kannst. Es sind Geschenke aus dem Reich der Drachen. Deine ganz persönlichen Geschenke. Und so sage ich den göttlichen Gruß des Abschiedes zu dir mit An Anasha.